Hallo und herzlich willkommen zu meinem Gamescom 2017 Video. Guten Morgen, wir waren gerade frühstücken, ich bin todmüde, wir waren gestern viel zu lange unterwegs, aber es war lustig. Ja, jetzt gehen wir gleich zum Bahnhof und dann fahren wir zu Gamescom. Bis später. Hallo und herzlich willkommen bei der Gamescom 2017. Nach etwa einer Fahrt von einer Dreiviertelstunde sind wir hier angekommen und haben natürlich das erste Game gespielt. Und zwar Star Wars Battlefront, das zweite. Nun, für mich als überhaupt kein Star Wars-Fanner, Wisser, ich habe nicht meinen einzigen Film gesehen, war es natürlich mal etwas Neues, so ein Shooter zu steuern. Hat viel Spaß gemacht, war eine sehr schöne Grafik, war mir allerdings ein bisschen zu schnell. Also es war das Gefühl, als wäre es noch schneller wie in Counter-Strike, weil man halt noch nicht weiß, wo man langlaufen muss, von wo man abgeschossen wird und was diese ganzen riesigen Dinger zu uns bedeuten haben und dass wir die Leute fliegen können und war schon etwas, wenn man das mit Counter-Strike vergleicht, etwas anderes. War aber schön auszutesten, ich war immerhin nicht die Letzte, also ganz sicher war ich dann doch nicht. Und ja, wir gucken uns dann gleich mal weiter um, was wir als nächstes spielen und ich melde mich dann später wieder mit rein. Bye! Hier hinter uns haben wir das Auto von Kraft, das zweite. Und richtig cooles Auto. Und man kann ja auch spielen mit so Wackelsimulationen, aber das sieht man zu lange an. Aber einfach mal einen wunderschönen Blick auf das Auto. Und auch mal auf der Bühne etwas Mädchenhaftes getan haben, nämlich getanzt, sind wir hier draußen und machen ein bisschen Pause, essen und trinken was. Das darf auf keinen Fall zu kurz kommen. Die Gesundheit sollte nicht bei der Gamescom drunter leiden. Und jetzt gucken wir uns mal die anderen Hallen an, weil wir waren tatsächlich bisher nur in der EA-Halle. Und es ist schon fast 14 Uhr und jetzt wird es Zeit, mal die ganzen anderen Hallen zu erkunden. Wir melden uns später wieder. Bis dahin. Peace!
im Hotel. War ein anstrengender Tag, war aber auch ein schöner Tag. Ich habe mich mit meinem Gamescom-Fotografen getroffen. Wir haben Star Wars Battlefront gespielt, wir haben viele Autos gesehen. Ich war bei Just Dance auf der Bühne. Das war es größtenteils auch schon. Mehr habe ich noch gar nicht gesehen oder gespielt. Den Rest werde ich dann morgen so die Indie-Halle mal durchsehen, ein bisschen was zocken. VR habe ich dieses Jahr noch gar nichts ausprobiert. Muss ich eigentlich noch machen, einfach nur im Vergleich zu gucken, ob es besser geworden ist als letztes Jahr. Bin ein bisschen müde und ich werde jetzt auch direkt ins Bett gehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Gute Nacht! Hallo, da sind wir wieder bei einem Nachmittagsbreak, schon kurz vor dem Ende. So, wir waren dann unten in der Indie-Halle und dann habe ich ein Capture-Globe angezogen bekommen. Sprich, man hat einen Handschuh angezogen bekommen und konnte damit quasi Counter-Strike spielen. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, es hat mich ziemlich in Rage gebracht, weil ich A verloren habe. Normalerweise bin ich nicht so die Ragerin, aber in dem Moment war es einfach zu viel. Zweitens, weil der Stand tatsächlich öffentlich war, sprich keine Vorhänge, um die Minderjährigen vor diesen Inhalten zu schützen. Und zweitens haben die sogar tatsächlich eine, der noch kein blaues Bändchen, sprich FSK 16, angezogen hatte, sondern nur ein grünes. Wer durfte das auch spielen? Das geht einfach nicht. Weil ganz ehrlich, warum sollte einer, der unter 16 ist, schon Counter-Strike spielen dürfen? Dafür gibt es doch die Altersbeschränkung. So, weiter im Text. Was haben wir danach gemacht? Noch viele kleine Indie-Spiele gespielt? Und ich glaube, ich kriege Lachen im Kopf. Danach waren wir noch bei einem anderen Stand, das ging recht englisch zu. Und ja, dort ging die Anstehschlange so, wer aufgestanden ist und sich hingesetzt hat, hatte den Platz. Und wenn nicht, hast du ein Pech gehabt. Und das war nicht so meins, also habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt zu warten. Und ja, dann sind wir hochgegangen zum Follower-Treffen und echt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute. Es waren ganze 6 Leute da. Ich habe mich so glücklich gemacht. Ich hatte schon Schiss, dass ich alleine da stehe. Auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an den lieben Lex, der unter anderem diese Aufnahmen macht und unter anderem sich mit mir dort hingesetzt hat, um auf unsere Fans zu warten. Ja, ansonsten waren wir dann in der Merchandise-Halle. Die war leider zu voll. Jetzt haben wir erstmal einen Break gemacht, was gegessen, was getrunken. Ich möchte mir auf jeden Fall gleich die Merchandise-Halle leer kaufen. Und dann melde ich mich später mal mit meinen erbeuteten Items. Bis später, bye bye!
Fakt auf jeden Fall, Wissenschaft ist gut. Du fliegst ins All, dort ist es kalt, das Bier ist kalt, an Bord ist es eng, und zack, peng, das ist gut, du hast wirklich recht, ich sehe das ganz genauso. Das war meine Gamescom 2017. Vielen lieben Dank für alle Menschen, die ich kennenlernen durfte, für alle Menschen, die auf meinem Treffen waren. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder auf der Gamescom. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben lassen und schaut auf jeden Fall bei dem lieben Lex vorbei. Schließlich hat er die ganzen Videos gemacht. Tausend Dank nochmal an dich. Ohne dich wäre das Video nämlich nicht da.